Hi Leute, heute wollte ich mich mal nicht direkt an Spenderkinder wenden, sondern an die Wunscheltern, die die Spenderkinder produzieren werden wollen. deswegen habe ich heute einen Sonnengast bei mir, und zwar meine Mama Sabine. Hallo. Hallo. und sie würde euch gerne auch mal etwas mit auf den Weg geben, was ihr vielleicht damals auch geholfen hätte, wenn sie das gewusst hätte. Was ist denn das zum Beispiel? Ja, also voll normalerweise, wenn man ein Kind in die Welt setzt, lernt man jemanden kennen, den lernt man kennen, man lernt ihn lieben und dann entscheidet man sich, ein Kind zu bekommen. Das heißt, man kennt die Person, mit der man ein Kind in die Welt setzt und man liebt diese Person. Wenn man jetzt aber ein Kind von einem Spender in die Welt setzt, dann kennt man diesen Teil, diesen Menschen nicht. Und das kann durchaus sein, dass man ein Kind mit einem Menschen zeugt, den man nicht, man kennt ihn nicht und man liebt ihn nicht. Und man weiß überhaupt gar nichts über diese Person. Und es könnte durchaus sein, dass man diese Person, wenn man sie kennenlernen würde, überhaupt nicht mögen würde. Man würde mit dieser Person überhaupt kein Kind in die Welt setzen. Es könnte sein, dass es eine Person ist, die man gar nicht leiden kann, die man möglicherweise sogar verabscheut. Und dann hat man ein Kind von einer Person, die man gar nicht leiden kann. Und es kann sein, dass in diesem Kind Anteile, Wesensanteile, Charaktermerkmale sind, die man überhaupt nicht leiden kann, weil man diese Person normalerweise niemals zu dem Menschen erkoren hätte, mit dem man ein Kind zusammen in die Welt gesetzt hätte. Ja, zum Beispiel, was ich auch noch sagen wollte, auch selbst wenn man irgendwie einen One-Night-Stand hat oder so, da ist ja trotzdem eine gewisse Chemie zwischen zwei Menschen. Man hat sich irgendwie mal attraktiv gefunden. Und ich glaube, die Chemie bei so einer, ja, bei der Produktion eines Kindes ist doch schon sehr wichtig, weil man sucht sich ja auch irgendwie durch die Biologie jemanden aus, der irgendwie passt, ne? Also man muss sich ja auch riechen können und Irgendwas so. ist ja Das dann ist, genau, zwischen also jemand. dieses Zwischenmenschliche fehlt halt dadurch komplett. Also selbst, wie gesagt, bei einem One-Night-Stand ist da irgendwie mehr Connection noch vorhanden, Ja. ne? Und es kann eben sein, man hat dann, man dieses Kind, wenn es geboren wird, hat man ja noch, ist ja noch keine Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit entsteht, während das Kind aufwächst. Es wird immer größer, es wird dann 3, 4 Jahre, dann kommt langsam die Persönlichkeit hervor und dann merkt man plötzlich mit der Zeit, kommen dann Dinge hervor, dann denkt man, da ist irgendwas Fremdes, da ist irgendetwas, was ich nicht zuordnen kann. Und das Kind merkt möglicherweise auch mit der Zeit, wenn es größer wird, da ist was Fremdes in mir, ich kann da keinen, ich finde keinen Widerpart, ich finde das finde ich bei meiner Mama nicht, das finde ich bei meinem Papa nicht, das ist irgendwas Fremdes in mir und ich kann es nicht zuordnen und ich kann es auch selber bei meinem Partner, ich kenne den meinen Partner, normalerweise habe ich einen Partner, und habe ein Kind mit diesem Partner. Ich kann bestimmte Verhaltensweisen, die kenne ich schon manchmal bei meinem Partner, die kenne ich bei meinem Kind. Dann weiß ich, wie ich mit meinem Partner damit umgehe. Dann weiß ich bei dem Kind auch, ah ja, das kenne ich schon mal bei meinem Partner. Da weiß ich auch, wie ich mit dem Kind damit umgehen kann. Jetzt habe ich aber Wesensmerkmale in dem Kind, die kann ich nicht zuordnen. Da weiß ich nicht, wie ich mit umgehen soll. Das ist völlig fremd. Da weiß ich dann beim Kind auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also ich meine, viele Mediziner oder ja Menschen, die so eine Samenspenden vermitteln und auch irgendwie damit Geschäfte machen wollen, logischerweise, die sprechen ja immer gerne davon, dass im Prinzip nur das soziale Umfeld zählt und dass es halt wichtig ist, wie man das Kind erzieht und wie die Eltern halt sind, dass die Vorbilder da sind und so, an dem das Kind sich irgendwie orientieren kann und so. Aber da ist halt dieser unwesentliche Teil der Biologie auch noch da, und der ist halt nicht so unwesentlich, wie ja, Reproduktionsmediziner einem das vielleicht ganz gerne glauben machen wollen, ne? Das habe ich früher auch gedacht. Ich habe auch erst gedacht, ist egal, der biologische Faktor ist nicht so wichtig. Hauptsache, wie ich mein Kind erziehe, wie es aufwächst, wie der gesellschaftliche Vater sich verhält. Das ist das Wichtigste. Das ist auch wichtig. Aber der biologische Faktor ist nicht so ganz zu vernachlässigen. Der ist doch stärker, als ich dachte. Also ich habe das dann schon bei meinem Kind gemerkt, dass da eben doch nicht unwesentliche Dinge sind, ich hätte es ganz gerne gewusst vorher. Ich hätte ganz gerne gewusst, Mensch, pass auf, da ist einfach etwas, was man nicht so ganz aus der Welt, was nicht ganz aus der Welt ist. Da ist einfach etwas Fremdes und es wäre schon ganz gut gewesen, ich hätte das vorher gewusst, wäre ganz vorher darauf vorbereitet gewesen. Da ist was Fremdes. Man kriegt auch einen Schreck dann irgendwie, ne? Ja, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich hätte bei meinem Partner, hätte ich einen Partner gehabt, der so ist,
wie du warst, dann hätte ich gewusst, wie ich damit umgehen soll. Dann hätte ich gewusst, ich weiß, wie ich mit meinem Partner umgehe, dann hätte ich auch gewusst, wie ich damit umgehen soll. Aber das war einfach sehr fremd. Und du hattest ja auch niemanden, der so ist, wie du warst. Und du hattest auch niemanden gewusst, hattest auch niemanden gehabt, der das, wo du das wiederfindest. Das ist schon Ja. etwas, was man, worauf man achten könnte, vielleicht. Genau, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, den ihr, wenn ihr Wunscheltern seid, wenn ihr vorhabt, eine Samenspende in Anspruch zu nehmen, die ihr einfach gerne ja wissen solltet und auf die ihr einfach vorbereitet sein solltet, wenn ihr ja, wenn ihr dann euer Kind anschaut und da ist halt irgendwie was Fremdes da. Mir wäre auch noch wichtig zu sagen, überlegt euch das schon vorher. Überlegt euch vorher, könnte sein, dass ihr ein Kind habt, wo Wesensmerkmale vorhanden sind, die ihr vielleicht überhaupt nicht leiden könnt. Und könnt ihr dieses Kind trotzdem annehmen? Könnt ihr dieses Kind trotzdem lieben, auch wenn da möglicherweise Verhaltensweisen drin sind, die ihr überhaupt nicht leiden könnt? Und vor allen Dingen auch an die Väter, ne? Ich meine, die Ja. Mutter, klar, die hat trotzdem das Kind in sich gehabt. Es ist trotzdem ein Teil von ihr und so. Aber es ist halt auch wirklich eine Bitte an die Väter. Könnt ihr damit umgehen, wenn da etwas Fremdes im Kind ist? Und wenn euch immer wieder sozusagen vorgehalten wird, dass da ein anderer Mann dann da ist, der irgendwie fremd im Kind ist. Und vor allen Dingen ist es auch immer wieder ein Spiegel von eurer Unfruchtbarkeit. Und sozusagen, also manche Männer sehen es ja vielleicht so als eine Art Unfähigkeit oder Unzulänglichkeit. Wenn euch das irgendwie Probleme macht, dann ist dieses Kind immer ein Spiegel davon. Und das müsst ihr euch auch bewusst sein, dass eine Samenspende keine Heilung von Unfruchtbarkeit ist. Das ist keine Behandlung. Ihr seid dann nicht irgendwie trotzdem der Vater oder so. Natürlich sozial schon. Und ich habe meinen Papa auch immer noch als Papa angesehen und es wird sich auch nie ändern. Auch wenn er schon tot ist. Aber trotzdem ist immer ein dritter Mann irgendwie involviert in die Familie. Also ob ihr es aussprecht oder ob ihr eurem Kind das sagt oder nicht, aber dieser Teil ist da und das kann man nicht verleugnen. Ja, und es darf das Kind nicht darunter leiden. Und das Kind spürt sowas. Wenn der Vater damit nicht umgehen kann und es letztendlich nicht verkraftet hat, dann wird das Kind das immer spüren. Und das wäre wirklich furchtbar für das Kind, wenn das Kind darunter leidet. Genau. Und ich meine, wir kennen das alle von Beziehungen. Die Frau ist meistens so ein bisschen die Redelsführerin, wenn, ob es jetzt um die Einrichtung in der Wohnung geht oder um Klamotten. Die Frau zieht den Mann an, die Frau bestimmt, was gekocht wird. Also meistens ist ja die Frau diejenige, die die ganzen Entscheidungen in der Familie trifft. Und das ist aber etwas, was wirklich beide wirklich zusammen entscheiden müssen. Aber wirklich zusammen und nicht nur aus Liebe zur Frau oder weil man sich schuldig fühlt, dass man ihr kein eigenes Kind schenken kann, dass man dann sich überreden lässt, weil man vielleicht auch Angst hat, die Frau zu verlieren oder so. Also bitte, bitte macht es nicht, um die Frau nicht zu verlieren oder um der Frau einen Gefallen zu tun. Das ist nicht ein Kätzchen, was man irgendwie mitbringt auf der Straße oder einen Hund, den man unter einen Weihnachtsbaum legt oder so. Sondern ihr müsst wirklich selber damit klarkommen und selber damit im Reinen sein. Und das solltet, diese Frage solltet ihr euch selber stellen. Bitte, lieber Wunschväter, da spreche ich speziell die Väter an. Ja, seid euch dem Bei bewusst. uns war es auch so, dass der treibende Faktor ich derjenige war. Ja, natürlich. Ich war tatsächlich, dein Vater wollte auch nicht unbedingt ein Kind haben. Das war tatsächlich auch ich. Aber er hat es dann auch wirklich angenommen. Also. Ja. Ja, bei meinem Papa, ich weiß ganz genau, er hatte so ein Selbstbewusstsein. dem hat es gar nicht beeindruckt. Also ich war von Nein. Anfang an sein Kind. Das hat nie irgendwie über der Familie gehangen oder so, als irgendwie dunkles Geheimnis oder so. Und als ich es dann wusste, war auch ganz klar, dass sich überhaupt nichts ändern wird. Ja, aber die wenigsten Väter können damit so gut umgehen. Ja. Ja, also das wollten wir beide eigentlich ja, den Wunscheltern auf den Weg geben. Es gibt ja ganz viele andere wichtige Dinge noch und wir haben auch auf der Vereinsseite Spenderkinder ganz viele Zitate noch von anderen Spenderkindern, die auch gerne halt Wunscheltern was auf den Weg geben möchten. Also das ist jetzt nicht das Einzige, aber das ist eigentlich so das, was uns beiden so mit am wichtigsten erscheint. Genau. Ne? Genau. Ja, also
Ich hoffe, dass es euch irgendwie ein bisschen geholfen hat. Das soll euch nicht abschrecken, ne? Aber ich Genau. meine, das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, Ja, wenn genau. man damit Also nicht klarkommt. ich bin ja auch Verfechter davon. Ich finde Samenspende nicht irgendwie verteufelnswert oder irgendwie rate jemanden davon ab oder so. Ich sage immer nur, schaut euch beide Seiten der Medaillen an und nicht nur das, was die Reproduktionsmediziner Ja. euch sagen, ne? Ich meine, ich habe es nicht gewusst und es ist trotzdem gut gegangen. Ich bin damit schon überrascht worden und bin trotzdem sehr glücklich, dass wir es gemacht haben und es ging gut. Aber es wäre schon ganz schön gewesen, wenn ich vorbereitet gewesen wäre. Ach ja, und ganz wichtig, es ist nicht eure Entscheidung, ob ihr das Spenderkind darüber aufklärt oder nicht, sondern es ist eure Pflicht. So, das will ich auch mal dazu sagen. Wir Ja, haben ein das ist. Recht darauf. Ja. So. Ich bin heilfroh, dass wir es rechtzeitig gesagt haben. Also ich bin, Ja. es war durch einen Zufall und ich bin sehr froh, dass wir es so gemacht haben. Ja. Also es gibt kein zu früh. Ja, das ist wahr. Da halte ich die Fahne hoch. Richtig so. Alles klar. Also, bis dann, bleibt dran.